Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. In der letzten Folge war ich ja bereits damit beschäftigt, den Innenausbau abzuschließen, was mir ja aber leider nicht ganz gelungen ist und von daher machen wir das an der Stelle heute gleich mal fertig. Und ich würde sagen, wir buddeln gleich mal wieder drauf los, denn hier gibt es noch ein bisschen was zu tun. So, weg mit der ganzen Erde. Gut, können wir hier noch wegbuddeln und hier ebenfalls. Am besten gehe ich vielleicht sogar hier direkt nach oben. Denn dann geht es leichter. So, Erdbohrer und zack, super. Sehr schön. Und die Reihe muss natürlich auch noch weg. Ups. Ah, ist der Block hier im Weg, deswegen kann ich nicht springen. So, das war jetzt fast ein bisschen zu weit, sehe ich gerade. Aber für solche Fälle haben wir ja noch diesen Grasboden hier dabei. Super, gut. Ja, und Sprit kann natürlich auch nicht fehlen. Oder besser gesagt, darf nicht fehlen, weil sonst geht da gar nichts. So, das kann auch weg. Hier noch wegbuddeln, hier noch wegbuddeln. Gut, okay. Oh ja, alles klar. Also, okay. Gut. Oder auch nicht gut. Ich stehe jetzt hier draußen, interessant. Dann nix wie rein. Das war auf alle Fälle nicht geplant. Bin ich schon so weit unter der Erdoberfläche? Das ist aber noch nicht gut. Da muss ich glatt mal eine Probebohrung fast machen. Eine Probebohrung nach oben. Weil wenn ich das so sehe, dann ja, wird mir da ein bisschen anders. Das heißt ja, ich bin direkt unter der Erde. Beziehungsweise unter der Erdoberfläche. Hui! Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Mal gucken, vielleicht muss ich das sogar irgendwie noch ein bisschen anders bauen, ein bisschen verstärken, aber nicht heute. Wir bauen das jetzt erstmal so und hoffen, dass nichts passiert. So, alle hopp. Okay, gut. Wenn der Block im Weg ist, geht's natürlich nicht. So, jetzt da. So, dale. Probieren wir es nochmal. Ich hoffe, die Stelle ist jetzt nicht wieder so verbuggt, wie es gerade eben war. Gut, jetzt funktioniert es auch wieder. Okay, gut. Hier oben muss ich mal wieder zumachen. Das war nämlich zu viel des Guten. So, und jetzt dürfte es aber passen. Sehr schön. Gut. Dann nehmen wir doch gleich mal die Nagelpistole und legen hier mit den ersten Rahmen los. Am besten mache ich mal die Seite hier komplett fertig. Ui, da muss ich noch wegbuddeln. Gut. Zack, zack. Ui, jetzt habe ich da den Fehler. Gut. Nicht mehr ausgebessert, aber wurscht. Deswegen reiße ich jetzt den Block auch nicht mehr ab. So, schön. Gut, und den Block hier muss ich natürlich dann auch noch entfernen. Sodass das hier passen tut. Tut. So, zack, zack. Gut. Dodele und halt schon wieder ein Block zu viel. Sehr gut. Ui, hoppala. Da geht's nach unten. So. Hops und hops. Gut. Okay. Ja, dann
Verbrettern wir doch auch gleich mal die Frames hier. Und dann machen wir gleich die Reihe als nächstes. Sehr schön. Dann können wir nämlich hier oben auch gleich entsprechend zumachen. Sodele und... Gut. Da hinten muss ich dann letztendlich auch noch alles zumachen. Ich glaube, da ist aber wieder ein Block im Weg, oder? Kann es sein? Ja. Da ist noch einer im Weg. Dann weg damit. Gut, und ja, dann können wir eigentlich die Reihe hier auch gleich zumachen. So, sehr schön. Zack, 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 zack. Und der letzte Block. Super. Perfekt. Dann haben wir das Thema auch erstmal abgeschlossen. Super. Einwandfrei. Halt, noch nicht ganz. Hier sind ja auch noch Blöcke, die rausgehören. Diese Steinblöcke. Hui. Aber die Kiste geht hier mit. Nee. Das will ich dann nicht. Da muss ich mir dann noch ein neues Kistenkonzept überlegen, aber nicht heute. Denn ich würde ganz gerne jetzt ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Denn das blanke Holz hier schaut ein bisschen trist aus und ja, da könnte so ein kleiner Farbklecks hier und da nicht schaden. Und von daher schnappen wir uns jetzt gleich mal den Malerpinsel. Und natürlich auch noch ein paar Farbdöschen. Und ja, dann legen wir doch gleich mal los. So, wie öffne ich das Menü? Okay, mit gedrückter R-Taste öffnet sich hier dieses Auswahlmenü. Da gibt es einmal Texture Picker, Paint Roller, Paint Brush und Materials. Gut, schauen wir doch da gleich mal rein. Ah ja. Dann öffnet sich also diese wundervolle Übersicht. Ui. Okay, drei Seiten gibt's, aber die letzte Seite ist mir leider noch nicht bekannt. Weil ich Painting, Wood and Roofing noch nicht gelesen habe anscheinend. Nun gut, ja, dann bleiben uns eigentlich nur die beiden Seiten hier. Ich hoffe, da findet sich jetzt irgendwas Schönes. Was gibt's denn alles? Okay, eine Tafel. Cold Beer Here. Das Schild, okay. Glass Industrial. Bookcase. Dann die ganzen Storage-Symbole. Wie Food oder Medical. Sogar ein Practice Target. Auch nicht schlecht. Okay, Concrete Trim 3. Anscheinend mit einem Gemälde innen drinnen. Drywall. Blackstone. Alles, was das Herz begehrt. Die Frage ist jetzt nur, was nehmen wir für den Boden her? Metal Steel Floor. Wäre auch nicht schlecht. Können wir hernehmen. Oder Metal Steel Wall. Gut, das wäre dann für die Wand. Metal Torb. Okay, verrostetes Metall anscheinend. Puh, das ist schwierig, was wir da nehmen. Sogar sehr schwierig. Was sind das hier? Bilderraumseite und Biercoolerseite. Ah ja, okay. Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt einfach mal diese verschiedenen Rottöne. Und vergleichen die untereinander. Und gucken dann mal, welcher Rotton am schönsten ausschaut. Denn ich würde ganz gerne ein bisschen mit Rot arbeiten hier in meiner Basis. Mal gucken, wie das ausschaut. So. Okay, das schaut schon mal gar nicht so verkehrt aus. Ein tiefes Weinrot gefällt mir schon mal sehr gut. So, was gibt's denn noch? Concrete Red. Ah ja, das ist also
Dann die hellere Variante. Auch nicht schlecht. Metal Red. Nee, das ist jetzt nicht so mein Farbton, also... Nee, das lassen wir mal. Der gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Was haben wir hier noch? Awning Red. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Auch nicht so der Brüller. Also, da schwanke ich ehrlich gesagt zwischen den beiden hier. Machen wir die gleich mal weg. Irritieren sonst nur. Ja, jetzt ist die Frage. Was nehmen wir für einen Farbton? Eher dunkler oder eher heller? Dunkel würde mich schon anlachen, allerdings. Das Problem ist, meine Base wirkt dann noch viel dunkler, als sie eh schon ist. Ist vielleicht auch nicht so empfehlenswert. Da kommt mir fast die hellere Variante gelegen. Wisst ihr was? Die nehmen wir weg und wir nehmen hier diese Variante. So, Concrete Red. Und vielleicht könnt ihr euch schon denken, was das werden soll. Eine Art roter Teppich, sozusagen. So, kann ich das vielleicht auch schneller anmalen? Mit Paint Roller, hä? Das müsste doch gehen, oder? Aha! Ui, okay, das war zu viel. Gut, jetzt nimm das aber auch mit Paint Roller wieder weg. Okay, dann muss ich das nachher anders korrigieren. Super! Sehr schön. Einwandfrei. Haben wir das schon mal erledigt? So, hier noch und hier auch noch. Super, sehr schön. Jetzt bräuchte man natürlich noch irgendein Material oder irgendeine Farbe, welche sich schön von dem Rot hier abhebt. Am besten irgendein dunkler Ton oder vielleicht auch ein heller Ton, je nachdem. Müssen wir mal gucken, ob es da irgendwas Gescheites gibt. Black Granite. Hört sich schon mal gut an. Testen wir doch gleich mal aus. Weiß nicht so recht. Irgendwie... Der glänzt mir fast ein bisschen zu viel. Das ist jetzt natürlich auch Geschmackssache. Der eine sagt, das gefällt ihm wahnsinnig gut, aber... So richtig anfreunden kann ich mich damit nicht. Wir testen mal weiter. Wir haben ja noch... Zig-Materialien zur Auswahl. Cobblestone. Könnten wir hernehmen. Oder, was haben wir denn noch Schönes? Was ist denn das da unten? Ruck. Das schaut nicht so schlecht aus, glaube ich. Obwohl, nee, das passt fast nicht. Das, nee, das lassen wir so nicht. Gibt's da irgendwas Schöneres? Okay, Bärenpelz-Optik anscheinend, oder? Das probieren wir jetzt mal. Aber das passt irgendwie auch nicht so richtig. Nee, das gefällt mir auch nicht. Also, ihr seht schon, ich bin relativ wählerisch, was das Base-Design hier angeht, aber... Ich weiß auch nicht, irgendwie so richtig vom Hocker reißen tut mich jetzt da gar kein Material. Carpet, ein Teppichboden. Drop Siling, Grey Marble. Oder vielleicht zu Fliesen. Aber die passen fast nicht. Asphalt gäbe es hier noch. Barn Wood. Gut, das haben wir natürlich alles noch nicht. Redwood, glaube ich, wird auch cool aussehen. Wenn wir das hier reinbauen würden, anstatt des roten Teppichs. Aber gut, habe ich jetzt nicht. Was haben wir da noch Schönes? Carpet 4. Der schaut, glaube ich, nicht so schlecht aus. Zumindest was hier die kleine Ansicht verrät. Den könnten wir mal testen. Mal gucken. Ja, also... Der gefällt mir schon mal besser. Ich glaube, der passt auch ganz gut zu dem Rotton hier. Bisschen Weiß ist auch noch eingearbeitet.
Ja, ich wüsste was. Den nehmen wir jetzt. Also, der gefällt mir ganz gut. Ich hoffe euch auch. Ansonsten dürft ihr es mir gerne in den Kommentaren mitteilen, dass ich keinen Geschmack habe. Aber ich hoffe es nicht. So, machen wir das hier noch auf der Seite. Zack, zack, zack. Gut, schön. Wirkt doch auf alle Fälle schon mal optisch ansprechender als diese blanken Holzwände bzw. blanken Holzböden. So, wir können das Ganze natürlich bis nach hier unten durchziehen, oder? Das machen wir jetzt auch gleich. Und dann brauchen wir natürlich noch den Rohton wieder mal, den wir vorher bereits verwendet haben. Sodele, schön. Super. Gut. Müssen wir natürlich dann noch entsprechend ausleuchten. Das können wir eigentlich gleich mal machen. Mit Fackeln habe ich hier welche. Hier schon mal nicht. Oder mit Kerzen. Das glaube ich, schaut auch ganz gut aus. Oh, mal eben testen, wie das wirkt. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Okay, kann man nur schwer erkennen. Wenn wir mal das Licht ausmachen, ja, die Kerze bringt nicht recht viel. Und man sieht auch überhaupt nichts mehr. Nee, also die nehmen wir nicht. Die passt noch nicht ganz so gut. Vielleicht ist da die Fackel sogar die bessere Variante. Denn ich habe ja bisher noch keine Stromversorgung bzw. keine funktionierende Stromversorgung. Da haben wir noch Fackeln. So, zweiter Versuch. Machen wir gleich mal wieder die Stirnlampe aus. Ja, gefällt mir schon mal besser. Also ist auch deutlich heller als vorher. Schön. Gut. Super. Jetzt braucht man natürlich nur noch was für die Wände. Und das ist jetzt die große Frage, was wir da hernehmen. So, Materials. Gibt's da noch was Schönes? Ui, wir könnten natürlich auch mal Pink hernehmen, gell? Wisst ihr was, das machen wir jetzt auch. Das wird zwar jetzt ein bisschen komisch ausschauen. Ui. Oh, also, seid mir nicht böse, aber ich glaube, das trifft meinen Farbgeschmack nicht zu 100%, um ehrlich zu sein. Das glaube ich, nehmen wir lieber nicht. Haben wir irgendeine andere Variante? Aber wenn wir jetzt da noch Orange dazu packen, dann ist der Augenkrebs vorprogrammiert. Ja, wunderbar. Ja, schaut euch mal diese wundervolle Wand an. Oh Mann, ich kann gar nicht mehr hinsehen. Eieiei, also nee. Das lassen wir mal lieber. Ui, der Bruch ist weg. Ich habe es jetzt gerade gemerkt, als ich zur Tür raus bin. Super. Ich kann hier wieder sprinten. Wie ein junges Reh und hüpfen. Ach, wie schön. Perfekt. Einwandfrei. Nun gut. Ja. Wie es mit mir und meiner Basis hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von 7 Days to Die. Mal wieder vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.